wunderbar spazieren gehen kann man auf dem Kühkopf bei Groß-Gerau. Jetzt aber rät die Polizei, lieber nicht auf Hessens größte Rheininsel zu gehen. In dem Naturschutzgebiet ist seit einigen Tagen ein Wildschwein unterwegs, bei dem die Betonung auf wild liegt. Das Tier ist aggressiv. Spaziergänger wurden angegriffen, zwei davon hat der Keiler erheblich verletzt. Freitagmorgen, 10 Uhr. Am Rande des Kühkopfs stellt sich Ludwig Henninger ein Wildschwein in den Weg. Der 75-Jährige ist seit Jahrzehnten als Treiber bei der Jagd dabei. Aber so eine wütende Sau hat er noch nie erlebt. Die attackierte zunächst seinen Hund. Und dann hat der Hund gebellt und dann hat er sofort mich angenommen. Voll rohen und die Wade ganz alles aufgerissen. Und da hieb es auch noch eine Mordsverletzung. Und hat hochgeschleudert und hat es in den Biss gelegen. Und dann hat der Hund, ist der Hund dazwischendurch und hat die Sau abgelenkt, dass er nicht mich noch einmal anspringen konnte. Die Hauer des Keilers schlugen am Oberschenkel eine 5 cm tiefe Fleischwunde, 15 cm lang. Auch am Unterschenkel wurde der Rentner verletzt. Überall am Kühkopf hat das Forstamt nun Warnschilder aufgestellt. Vom Betreten der Insel wird dringend abgeraten. Trotzdem sind an diesem Wochenende viele Spaziergänger unterwegs. Respekt schon vor dem Tier, ne, ganz klar. Ein bisschen ungutes Gefühl hatte ich schon. Aber wir haben halt einen kleineren Weg gewählt. Ich wohne in einer Gegend, wo sehr viele Wildschweine sind. Und da ist mir auch noch nie was passiert. Warum sollen wir ausgerechnet heute was passieren? Ich fahre jeden Tag, fahre ich meine Runde auf dem Kühlkopf. Und ich lasse mich von der Sau nicht abhalten. Revierleiter Ralf Baumgärtel und seine Kollegen fahren auf der Insel seit Tagen Streife. So hoffen sie, auf den 50 Kilo Keiler zu treffen. Der wurde vielfach gesehen und zeigte wenig Scheu. Drei Angriffe gab es bislang. Bei einem konnte sich der Spaziergänger gerade noch auf einen Hochsitz retten. Das Tier verhält sich sehr unnormal. Das deutet darauf hin, dass es eine Erkrankung hat. Das könnte sein, dass es einen Tumor hat oder eine sonstige Erkrankung. Es könnte auch eine Schussverletzung sein. Es könnte angefahren sein. Oder letztendlich könnte es auch mit dem Paarungsverhalten des Schwarzwildes zusammenhängen. Aber auch das wäre sehr unnormal, weil die Tiere in der Regel auch dann friedlich sind und den Menschen meidet. Sicherheit werden wir erst haben, wenn wir das Tier erlegt haben. Seit Freitagmittag wurde das Problemschwein nicht mehr gesehen. Doch die Forstleute bleiben dran. Wir werden nach wie vor einen Teil der Wege abfahren und observieren, auch mit den angrenzenden Jägern. Und ansonsten hoffen wir im Wesentlichen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Doch der aggressive Keiler kann auch längst über alle Berge sein. Schwarzwild kann in einer Nacht bis zu 40 Kilometer zurücklegen.